Landeskind-Freunde, hier sind wir wieder unterwegs in unserer kleinen Truppe mit Maggie Zinnschlag und ihren lustigen Kameraden, die mal fröhlich drauf sind, nur ab und zu sich gegenseitig in den Gurgel gehen. Tja, ich bin hier einfach nur mal ein bisschen lang gelatscht und hier am Unterreich, hier am Strand lang, hat uns ein Sandhai überfallen. Ich wollte eigentlich schon mal hier hingehen, um dann die nächste Aufnahme zu machen. Das war dann allerdings ein bisschen ein harter Kampf, wie man sieht. Wir sind eigentlich schon so gut wie hin wieder. Dafür haben wir das hier aber am Schluss auch besiegt. Dafür kriegt man 150 Erfahrungspunkte. Hat der überhaupt Blut dabei? Ja, hat irgendwas gefressen. Eine Blut... Was? Eine Blutlutscherkleidung. Lecker. Okay. Sicher ungewöhnlich. Die Schaufel nehmen wir auf jeden Fall mit, aber... Ja. Gut, die können wir ja zumindest verkaufen, dieses Ding. Grüne Neune, das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Blutlutscherkleidung, hat sich das denn ausgedacht? Nun gut, wo ist die jetzt gelandet bei wem? Bei Maggie ist eh schon überladen. Wo sind die jetzt? Wer hat sie denn jetzt? Verdammt, so, okay. Ja, gib mir das mal Karlach. Die kann das eher tragen. Hey, good looking. Still alive. So, that's progress. Jo, ja, da sind wir schon mal wieder ein bisschen angeschlagen. Ist ja echt prickelnd. That helped. Nochmal eine kurze Rast machen. Wir haben jetzt immer noch nicht alle Lebenspunkte. Das ist auch wieder ein Scheiß, ey. Machen wir nochmal Massenheilung. So, das hat zumindest einen Vorteil. Wir haben alle eine Segnung. So, damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Ich würde eigentlich nur mal hier oben hin. Ja? Ach, hier sind diese komischen Löcher. Ja, ja. Ups, komm hier oben hin. Ach, da muss er wieder so rumspringen hier, ne? Oh. Komplizierter Weg hier. Time to meet your halt! Maker. Nicht! Die sollte eigentlich einen Fernangriff machen, sowas Dämliches. Das ist aber auch wieder. Ich habe ja echt wieder Glück heute. What do we have here? Wir sind auf dem Weg zu dem zerstörten Turm, wie es aussieht. Oh! Halt! Hier war doch irgendwas, oder? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Das? Scheiße. Wie kriegst du die denn kaputt? Okay. Gut, dann gehen wir jetzt drauf. Aber, okay. Hier sind so Selbstschutzanlagen. Wie kriegen wir die denn jetzt hin? Okay, dann können wir das Ganze hier vergessen. Müssen wir nochmal laden? So, dann müssen wir nochmal von vorne anfangen, aber ist ja egal. Dann haben wir den Landtag halt nicht besiegt. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Also die Strecke zum Arkanen Turm ist ja durchaus happig, so wie es dann aussieht. Das ist ja eine üble Sache. Also sobald wir hier in diesem Bereich kommen, werden wir beschossen. Vielleicht kommen wir hier rum. Wir sind jetzt direkt hier aufgestiegen, hier rein. Das ist ja eine
Sehr schlechte Sache hier. So, ich hoffe, dann geht das nicht wieder der Landteil dann auf den Keks. Gehen wir mal hier hin. Sind sie? Ah, da kommen sie. Hier ist ja auch noch ein Weg. Nur wie kommen wir da hin? Weil da werden wir wohl nicht. Kann man da hin springen? Nee. Wir nicht, so wie es aussieht. Aber Will konnte das. Oder? Nebelschritt? Jo. Ah. Okay. 15, okay. Oh. Nice! Jetzt haben wir ausnahmsweise mal. Man hat immer mal Glück, man wieder Pech. Der Würfel gibt, der Würfel nimmt. So. Die gibt eine beschlagene Drohlederrüstung. Gibt plus 1 auf Heimlichkeit. Hm. Allerdings nicht mehr Rüstungsklasse. Naja, Heimlichkeit. Hm. Ja gut, kann durchaus schlecht, nicht schlecht sein. Und jetzt haben wir eins weniger Wuchtschaden. Hm. Ah, ist ja dann wieder gehupft und gesprungen, aber die ist 1000 Gold wert. Auch nicht schlecht. Gift. Was ist das? Ein Lolz für Emma, okay. Kommen wir auch nicht weiter. Oder? Ups. Hm. Vielleicht. Keine Ahnung. Aber er ist ja nur alleine. Das bringt mir nichts. Das bringt mir soweit nichts. Aber auch da oben nicht so einfach weg mehr. Ne? Ob hier kann er nirgendwo hinspringen. Hier geht es zwar nach oben, aber ist er ja auch alleine von der Truppe getrennt. Das bringt mir jetzt gar nichts. Ja, riskiere ich lieber ein paar Trefferpunkte, als er hier alleine rumguckt. Sorry, leider kann den Nebelschritt nur einmal machen. Oh ne, ich hätte hier noch einen gehabt, ich Depp. Okay, habe ich nicht gesehen. Naja, ich habe jetzt nur darauf geguckt. Naja, gut, hat halt einen Haltrank weniger. Ist auch nicht so tragisch. My faith will guide me. Ja, lass mal das erstmal. Let's get going. Ah, er ist jetzt getrennt. So. Ich glaube, zuletzt bin ich hier lang gelaufen. Ja. Mit Haste. Hier sind wieder komische Geräusche.
habe ja mit diesen Zombie-Zwergen schon mal gekämpft. Ich glaube, hier unten waren wir schon. Gut, dann gehen wir hier weiter. So, dann müssen wir rumjumpen hier. So, ja, jetzt ist, wenn wir da rauf gehen, wir direkt massakriert. Sehr schön. So, haltet mal ein bisschen Abstand, Kinder, hier. Böser Pilz. Jetzt ein Wasserfall. Dann geht's jetzt nicht zurück. Hä? Dann hängt die Grafik gerade. Have a lot on my mind. And well, in it. You've made a grave mistake. Sicher, sicher. An Pilzen wachsen die immer so? Wie kommen wir jetzt hier weiter? Hier liegt einer. Tote. Was ist jetzt? Was war das jetzt? Wurf auf Heilkunde. Muss aus großer Höhe runtergestürzt sein. Hat aber zumindest noch Kleingeld gehabt. Ledergebundenes Tagebuch. Ah, das sehe ich jetzt nur. Ein Gefallen, ein treuer Diener, mehr habe ich nicht beschworen. Nicht mehr, nicht weniger als Malice de Urden oder die Mutter der Begierde selbst. Was? Die Jochlol war prächtig anzusehen in all ihren Gestalten. Ich habe von ihrem fauligen Geruch gelesen, aber ich fand ihn berauschend wie Rosenwasser. Die hat einige Artefakte zertrümmert, einen Meister angefaucht. Der Erzmagier hätte mich für eine solche Beschwörung verehren sollen. Stattdessen hat er mir gedroht, mich zu verfluchen, mich in eine Drinne zu verwandeln. Meine Zeit wird noch kommen. Bald werde ich nach Menzoberranzan und Sorcere zurück. Dann wird der Erzmagier mich verehren. Man wird mir dienen. Ja. Hat wohl nicht so ganz geklappt, der Plan, ja? Komm hier hoch. Should get started. Was war das eben? Nachforschung? Gut, dass mir das ins Auge gefallen ist. Umspringen. Da geht's nur im Abgrund. Komm ich denn hier hin? Ich sehe überhaupt nichts. So wirklich. Ups, abgestürzt. Manche dieser Pilze sind Illusionen. Okay.
Der ist auch nicht echt. Oh shit, okay. Na. Oh. Von hier denn irgendwo weiter? Merkwürdig, wo sind wir hier, ey? Wir sind hier. Hier könnte man nur anscheinend irgendwie. Oh. Sieht wie so ein Gelände aus hier, aber. Wir hüpfen jetzt hier auf diesen Pilzen herum. Ich kann allerdings nicht sehen, was hier oben ist. Wits and blades, always sharp. What's this? Oh. Das war nicht gut. What's next, I wonder? Okay, wo sind wir jetzt hier? Pilzring. Ah. I'll grab that. Was ist das hier für ein Pilzring? Wo sind wir jetzt hier? Okay, was man hier so manchmal findet. Ach, hat das was mit Tantchen Ethel zu tun? Tierkadaver. Das sieht schon so nach so einem Tieraltar hier irgendwie aus. Das ist ja crazy. Kriegt jetzt die anderen hier hoch. Hey ho. Hm. Was ist jetzt? Hä? Okay. Was war das jetzt? Honk honk. Hä? Das ist wir sind hier wieder runter teleportiert worden, wie das hier aussieht. Hä? Was war das jetzt? Sind sie jetzt wieder alle zusammen? Hm. Aber, Well met. Was passiert, wenn wir wieder durchgehen? Sind wieder hier. Was bringt das? Breathe deep and move. Das ist ja ein seltsamer Ort hier. Uns nichts. Ja. Okay, da waren die Hüpferer umsonst, aber das ist ja eine merkwürdige Geschichte jetzt gewesen hier. Dann sind wir jetzt immer noch schlauer, was diese Wachanlage hier angeht. Hm. Pilzring. Was bringt das, wenn ich von da nach da immer springen kann? Seltsam. Naja, gut. Hm. Wird irgendeinen verborgenen Sinn wahrscheinlich haben. Aber. Tja.
kriegt man die Vulkanes Geschütz? Hier oben ist irgendwas. Da kommst du nicht hin wahrscheinlich. Dann wirst du hier schon gegrillt. Das ging alles resistent. Puh, okay. Noch sowas. Dann geht es nicht weiter. Aber da sind wir Richtung zerstörten Turm. Da ist auch nochmal sowas. Kommen wir an diesen Geschützen vorbei. Zerstören kann man sie anscheinend auch nicht. Das ist jetzt eine gute Frage. Schade, dass sie sich da vorbeischleichen. Defender of the People. Oder diese neue Rüstung in Heimlichkeit. Ihm auch. Silence is gold. Every step counts. Okay. Der sieht genau in die Richtung hier. Das ist natürlich super. Das heißt Heimlichkeit und wird uns hier wahrscheinlich auch nichts bringen. Wenn sich in diese Nische irgendwie. Ist hier irgendwas vielleicht? Kann man hier hochspringen? Ist zu hoch. Man sich hier rüber springen, ohne dass man gegrillt wird. Ne, da hat er mindestens zwei Steps, dann wird er schon beschossen, denke ich. Machen wir lieber mal eine Speicherung, bevor das in die Hose geht. Also hier müsste, wenn er hier steht, vor Beschuss sicher sein, aber was machen wir dann? Oh, hier ist ja auch noch alles Mögliche, wenn man das hier sich so anschaut. Man muss die doch irgendwie deaktivieren können, die Dinger. Wir können ja mal versuchen, hier irgendwie ein bisschen in die Ecke zu gehen. Der müsste einmal hier hinspringen. Nee. Okay. Das hat sich auch aktiviert. Das grillt alles, was hier in die Nähe kommt. Wie willst du das umgehen? Sehen nicht auch, da ist auch verstecken nix. Shit. Every step counts. Keep in pace. Okay. Halt! Nicht da so doof rumlaufen. So. Kann man hier hoch? Nein! Okay, oh Gott.
Da wird er von da beschossen. Okay, der ist dann genau im Fokus. Hm. Und da hoch. Ja, das ist zu weit weg. Hm. Wie willst du denn da vorbeikommen? Das ist ja ein Ding. Wenn die hier langläuft, ist das wahrscheinlich von hinten beschossen. Wie wird man das Ding los? Das ist ja... Dass er noch gegen alles resistent ist. Hieb und Stich, nekrotisch, Feuer, Blitz, physisch, Gift. Oder außer durch Kälte. Nee, da machst du keinen Schaden dran. Ja, ja, dann geht er jetzt drauf. Ist jetzt egal. Wir müssen ja nur mal was rausfinden, wie das hier funktionieren soll. Aber diese Geschütze sind mir jetzt echt ein Rätsel hier. Wenn man da vorbeikommen möchte, müssen wir nochmal laden. Okay. Da hockt man wieder. Hm. Let's get it done. Oh. Damit geht das, okay. Shit, okay. Was ist das hier? Ist das Ding jetzt kaputt oder nicht? Regeneriert sich irgendwie immer wieder, kann das sein? Aber es steht hier wieder 17, obwohl das Schaden nimmt. Also. So. Die entsteht anscheinend immer wieder neu? Wie soll man das denn besiegen? Ich sehe jetzt kaputt oder nicht? Na, warte mal, damit kann man die blenden. Move ahead. Die sind jetzt kaputt oder was? Wow. Aber mit dem haben wir den schön jetzt geblendet und der kriegt auch weiter Schaden. Aber anscheinend kann man die nicht für immer kaputt machen. Also das sind merkwürdige Sicherheitsanlage hier. Wir sind hier wieder mal fast draufgegangen.
Ist hier noch irgendwas? Bronzebarren? Brief an Irre. Was ist das? Das allerliebste Jürre. Ich weiß nicht, ob ihr zurückkehrt, ob diese Nachricht überhaupt lest. Solltet ihr zurückkehren, könnt ihr dann bitte auf mich warten. Ich werde einige 10 Tage fort sein, doch der Gedanke dran, zu diesem leeren Turm zurückzukehren, mit nichts als Bernhard, um diese Hallen zu füllen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Ich vermisse euch so sehr. Ich werde den Gedanken nicht los, wie anders es vielleicht gelaufen wäre, ohne meine große Sturheit. Wir würden an euren Blitzerfindungen arbeiten, an meiner Magie. Wir würden gemeinsam essen, über eure dummen Wortspiele lachen. Ich würde neben euch aufwachen. Trotz allem liebe ich euch noch immer. Wenn ihr diese Zeilen lest, könnt ihr dann bitte warten. Ich werde zurückkommen. Ich werde nicht lange fort sein. In ewige Liebe, Lenore. Darunter steht ein Gesetz in einer anderen Schrift. Ich habe gewartet. Ich habe bis Tarsak gewartet. Ich werde immer auf euch warten. Aber ihr seid nicht gekommen. Ist das wert? Na gut. Tja, hier ist eine Truhe. Okay. No trouble at all. Jetzt 15, okay. Ei, shit, okay. Das war komplett schlecht. Na komm, machen wir mal. Lieber nochmal. Was? Wir haben kein Glück. Gut, dann können wir ja die anderen jetzt zurück zusammenholen hier wieder. Also diese magischen Dinger hier. Das war ja echt nervig. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie ich das geschafft hätte ohne Will. Jetzt liegen überall Schaufeln. Jetzt habe ich genug. Ach ja, was soll's. Wenn wir mehr Glück haben, eine höhere Geschicklichkeit. Aber wir würfeln Scheiße. Ach komm Leute, was soll das denn? Also das gibt's doch nicht. Die mich veräppeln? Ja. Also. Jetzt ich hoffe, das hat sich gelohnt, ey. Silberbar, na gut. Was ist das für ein Klopfer? Der Himmelsbrecher! 5 bis 10 Schaden, Hammer. Sengendes Niederstrecken macht er. Oder wir können vor. Bewirkt 1 bis 6 Feuerschaden zusätzlich und lässt dein Ziel in Flammen aufgehen, wodurch es 1 bis 6 Feuerschaden noch pro Zug bekommt. Jo, ist ein leichter Hammer. Kann man auch werfen. Ist das eine Einhandwaffe? Let's get on with it. Das Ding haben wir ja auch noch. Das macht zusätzlich gleißend Schaden. Der macht bei ihr aber nur 5 bis 8 statt 5 bis 10 Schaden. Na gut, dieses Feuerschaden.
Könnte nochmal interessant sein. Also wir machen ja E plus 2 Säureschaden, weil sie ja diesen Ring hat. Dann kommt nochmal 1 bis 6 Feuerschaden dazu. Und pro Zug bekommt er dann nochmal Feuerschaden. Hm. Das macht generell 2 Punkte mehr Schaden. Dafür haben wir die Chance, Feenfeuer zu machen. Das heißt, das Objekt, das wir dann treffen, kann sich nicht unsichtbar machen und wir sind dem gegenüber im Vorteil. Das ist dann hier noch der kleine Zusatzeffekt, den man da hat. Ja, das ist alles. Hier könntest du einen Schaden da mehr machen, hier einen da mehr machen. In diesem Fall machst du hier was mehr, in diesem Fall machst du da was mehr. Hm. Also gegen, vor allem gegen Gegner, die feuerempfindlich sind, wäre dieser Himmelsbrecher sehr gut. Der ist auch nicht so viel wert übrigens. Okay. Gegen Untote mit Gleißend wäre zum Beispiel so ein Schädelknüppel auch nicht schlecht. Die mögen so Licht nicht so ganz, heiliges Licht. Und dann haben wir noch für normale Fälle dann unseren hier, der mit Feenfeuer arbeitet. Ja, guck mal, dann lassen wir das mal so. Aber interessant, was wir hier jetzt hier wieder gefunden haben. Und sonst war auch hier nichts, ne? Komische Dinger hier. So, mal sehen, ob wir jetzt hier hochgehen können, ohne umgebracht zu werden. Jetzt sollte ich mal im Zwischenspeichern. Vergesse ich dann manchmal, dann kann ich wieder alles von vorne machen. Alles. Hier scheint eine Tür zu sein. Hier auch. Noch die Rohre. Was ist das für ein komischer Turm hier? Na, wenn irgendwelche bekloppten magische Experimente gemacht haben. Ah, hier sind ja Statuen drauf, okay. Hab ich gar nicht gesehen. Doesn't look like I can light these. At least not by normal means. Oh, geht nicht. Doesn't look like I can light these. At least not by normal means. Okay, da müssten wir wahrscheinlich was anderes machen. So. Das ist so warm. Kommen wir jetzt hier rein. Best thing ahead. Or I'm lost. Come on, open up. Hm. Ja. War echt Glück heute. Vielen Dank. Komm. Nee, ne? Oh. Ich hab geklappt. Jetzt haben wir eine perfekte 20. Ich werd bekloppt. Ja, danke. Oh, shit. At the ready. Weg, weg, weg. Oh, nee. Hier sind auch wieder so Dinger.
Defender of the people. Leider kann ich das jetzt nicht nochmal machen. And I'm off. Was jetzt? Ja, dann waren wir zu langsam. Okay. Müssen wir nochmal machen. Gut. Der Turm hier ist ein bisschen anstrengend. Mit diesen ganzen Fallen. Oh, ein Mist. Wo läufst du denn hin, du Depp? Oh Mann, ey, lecko mio. Das ist aber wieder. Oh, jetzt haben wir schon wieder unsere ganzen Lebenspunkte aufgebraucht. I'm ready. Whatever it takes. Das kann man das auf sich selber machen? Jetzt bitte. Das ist echt ein geiler Effekt. Der schnarcht sogar. Ja, schön geschlafen? Hier mitten im Einsatz. Das ist nicht mal. Also, richtig viele Lebenspunkte bringt er aber auch nicht wieder, muss man sagen. Jetzt müssen wir hier einen wertvollen Zauber hier verplempern. So, da muss ich einen speziellen haben. Ach ja, das Genesung. Sorry, habe ich mich verlesen. Meine Schuld. Nicht richtig gelesen. Take your
dauert ewig. So. At least things have stayed interesting. Hier stehen schon wieder Truhen rum. Was? Kaputte Apparatur. Elixier der Blitzresistenz. Die Zahnräder dieser Apparatur sind verbogen. Okay. Ah. Fallenwerkzeug. Open up. Okay. Hier haben wir nochmal einen schönen Heiltrank. Trank des Fehlerfalls. Okay. Hier ist noch so ein komisches Werkzeug. Kaputte Apparatur. Wofür ist das jetzt wieder gut? Hat mir jetzt genug, okay. Das können wir herstellen. Mit diesen Apparaturen können wir noch nichts anfangen. So, was ist da jetzt hier für ein komischer Turm? Noch so ein Ding. Ne, das ist irgendwas zum Sitzen. Where am I needed? Checking things out. Ein staubiges Buch. Zu Beginn dieses Buches steht es mit Stolz geschrieben, dass es sich um ein Stück von Dame Inia handelt, gefolgt von einer ausführlichen Einleitung und 23 Seiten Anmerkungen zum Text. Obwohl das Buch relativ unberührt aussieht, ist eine Strophe doppelt umkreist. In jedem Wesen leuchtet ein Licht, es kriecht nach oben in hartem Bestreben, vernichtet alles in seinem Angesicht. Wir töten den Rest, um ihm Leben zu geben. Nicht schlecht, aber ich persönlich ziehe Heldengeschichten vor. Das ist, glaube ich, auch nicht zur Unterhaltung gedacht gewesen. Vermute ich mal. Hier ist eine Tür. Oh. Die geht noch draußen. Jetzt haben wir so einen kleinen Balkon. Okay. Was für ein verrückter Turm ist das? Das war eben so komisch beleuchtet, ne? Ja, jetzt. Aha. Oh. Da gibt es noch mehr Stockwerke, die wir erforschen müssen. Na, dann bin ich mal gespannt, was wir hier noch rausfinden werden im Arkanenturm. Hier scheint es mehr als ein paar Pilze zu geben, die wir finden müssen. Weil die müssen wir auch noch irgendwo sehen hier. Na, dann bin ich mal gespannt, was das hier für ein Ding ist. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, was wir hier so finden. Bye, bye.